Ökosysteme sehr gut vertragen, dass einzelne, schnelle, kluge Gruppen ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert, um den Erfolg des gesamten Systems voranzubringen. Das allerdings bedingt von der Arbeit her, von der Geschäftsmodellierung her, dass man Strategien aufbaut, die offen sind für Experimente. Klassische deutsche Arbeitsstrategien, Geschäftsstrategien sind hyperperfektionistisch. Alles ist darauf gebügelt, dass es unbedingt klappen muss. Nicht klappen kann, sondern klappen muss. Dieser Perfektionismus, den kann man daran erkennen, dass wenn man irgendeinem Autoingenieur spricht, sorry, dass ich die Automobilwirtschaft jetzt so am Winkel habe, aber das geht halt nicht anders, dann erzählt er einem stundenlang von irgendwelchen Spaltmaßen und Schießgedingsbums. Beim Tesla ist egal, was für Spaltmaße der hat, um es mal ganz platt zu sagen. Und gleichzeitig bedeutet, wenn man Strategien offen für Experimente versucht zu entwickeln, dass es um ein Vorantasten und ein Vorantesten geht. Auch das ist ein völlig anderes Mindset, als wir es heute haben. Denn Vorantasten und Vorantesten ist genau dann wichtig, wenn, große Überraschung, der Fortschritt exponentiell ist. Wenn es also so schnell geht, dass man gar nicht genau weiß, ob es jetzt in diese Richtung oder in diese Richtung wirklich spannend wird. Genau in diesem Moment, wenn man nicht einschätzen kann, wie es wird, muss man sehr viel experimenteller werden, muss man sehr viel mehr ausprobieren. Ausprobieren und Experimente ist ungefähr das Gegenteil von dem, was bei einem bundesdeutschen Personalvorstand im Kopf im Moment verankert ist. Im Gegenteil, der große Mangel, der genau in diesem Kontext herrscht, ist die Abwesenheit einer Fehlerkultur. Ich glaube, wir brauchen eine Arbeitskultur des Scheiterns. Und ich glaube, dass es eure Aufgabe ist, diese Arbeitskultur des Scheiterns, und ich habe das absichtlich mit diesem aggressiven Wording versehen, in die Köpfe der Menschen zu bringen, die am Ende darüber entscheiden, wie Unternehmen aufgebaut sind. Warum? Wenn wir uns einig sind, dass es so schnell ist und dass man so schwer nicht vorhersagen kann, ob wirklich Roboter im Gehirn die Zukunft der Menschheit in genau deiner Branche ist, dann muss man ausprobieren, dann muss man testen. Dann muss man 10 Tests auf die Schiene setzen und schauen, welcher am besten funktioniert. Nicht ohne Strategie, aber die Strategie muss offen sein für ein Experiment. Und Experimente sind definitorisch verpflichtend mit der Möglichkeit des Scheiterns ausgestattet. Wenn es also keine Fehlerkultur gibt, wenn von 10 Experimenten, zumindest im Kopf des CEO, alle 10 klappen müssen, dann macht man etwas falsch. Dann wird man eine Angstkultur herstellen, in der man nicht scheitern darf. Und es ist absolute Sicherheit dafür, dass genau die fähigsten Leute niemals in diese kleinen Einheiten gehen, die ausprobieren. Ich glaube, dass ihr die Aufgabe habt, eine Fehlerkultur in die Arbeit dieses Landes hinein zu implementieren.